Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, machen Sie sich's jetzt bequem. Wir starten zur grossen Silvesterparty im Wirtshaus zum doppelten Engel. Die Engelwirtin hat extra für diese Nacht einen Haufen alte Freunde zum Singen, Feiern und Musizieren eingeladen. Und Sie daheim zählen natürlich mit zu diesen treuen, guten Freunden. Darum recht viel Vergnügen. Ist auch am Silvester ein Fest mit Musik, Theater und Sänger. Da kommt man erst nächstes Jahr ins Nest. Im Wirtshaus zum doppelten Engel wird gefeiert und gefestet und gefeiert. Zehn Musiker machen das Orchester. Er wird begrüßt sie als Wirt. Meine Damen und Herren, für uns, liebe Zuschauer daheim, laden Sie ganz herzlich ein, mit uns zusammen hier im doppelten Engel das Silvester zu verbringen. Wenn Sie daheim schon am Feiern sind, ist es wunderbar. Aber Ihnen und dir, was vielleicht nicht so recht gelingen will, möchten wir noch etwas nachhelfen mit einem lustigen Fest. Wir sind zum doppelten Engel, ist auch am Silvester ein Fest. Ich glaube, es geht uns allen zusammen gleich. Der heutige Silvester möchten wir am liebsten unter guten Bekannten, noch lieber unter Freunden verbringen. Und darum haben wir das Mal in Engel lauter Sänger, Künstler und Musiker eingeladen, die Ihnen garantiert nicht fremd vorkommen. Dann war das aber noch nicht ganz befriedigend. Ich habe mir gesagt, in dieser Nacht, die länger wird als jede andere Nacht, sollte vielleicht auch ein Orchester spielen, das grösser ist als jedes andere Orchester. Und ich habe es gefunden. Ein Trio, das seinen eigenen Rahmen sprengt. Trio Grande. Eins, zwei, drei. Schlatter, Vater, Schlatter. Schlatter, Vater, Schlatter, seine Kind. Schlatter, Vater, Schlatter. Schlatter, Vater, Schlatter, seine Kind. Nein, der Vater, Schlatter, Schlatter, Garten geht dazu. Nein, der Vater, Schlatter, Schlatter, Garten geht dazu. Und der Garten geht der Schlatter zum Kind am Grind. Oh je, mein Eber brennt in seines Loch im Kopf wird weh. Macht nüt, es reklamiert ja keines, hat's ja nie mehr gesehen. Thank you.
Vater Schlatter. Schlatter, Vater Schlatter, seine Kinder. Schlatter, Vater Schlatter. Schlatter, Vater Schlatter, seine Kinder. Nein, der Vater Schlatter, Schlatter, Garten geht dazu. Nein, der Vater Schlatter, Schlatter, Garten geht dazu. Und der Garten geht der Schlatz am Kind an Grins. Oh je, mein Ehe brennt die Zeit, hat's doch im Kopf tut weh. Macht nichts, reklamiert ja keines, hat's ja niemand gesehen. Ja. Unser neuer Kellner, der Bernhard Russi, der hat grusig Mühe mit Servieren. Weil natürlich alle zusammen immer über Ski fahren wollen. Ja. Also wenn er jetzt hierher kommt und Stellung aufnimmt, bitte kein Wort von Ski. Geht das? Ja. 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 Du musst keins haben. Nein. Du musst keins haben. So ist es. Ist gesund? Was soll das? Du musst keine Scheisse haben. Eine Ski habe ich weggelassen, jetzt heisst es nur, du musst keine Scheisse haben. Gottes Willen, da habe ich, glaube ich, einen angestellt. Bernhard, die Herren möchten bestellen. Was darf sie? Für mich bitte ein Inkebrot. Ja. Ja, wissen Sie, was ein Inkebrot ist? Das ist ein Überbrot mit Inke drauf. Und für Sie? Ich nehme eine Portion Polata. Ja. Einfach so Polata mit Salat. Ja, aber kein Corée-Salat. Ja. Sonst Impfter. Und ich hätte gern Spaghetti! Läuft's gut? Ja, tipptopp. Ein Schinkenbrot für den Herrn. Der Jörg möchte gerne eine Portion Cipollata mit einem Salat, aber scheint es kein Chicorée-Salat. Und eine Portion Spaghetti. Nur mit Reden haben die Herren ein paar Mühe. Grüezi, was darf es sein? Grüezi, ja, am liebsten ein Autogramm. Nein, ich meine jetzt etwas bestellen, Susanne, zum Essen oder zum Trinken. Ein paar gratis Einstunden, Susanne. Ja, wen? Oder ein Nachtessen, eine Einladung zum Nachtessen. Ja. Hast du keine Chance? Ich jetzt nicht heute. Bernhard, ja. Ein Zweierli für Susanne, das ist doch recht, oder? Ja, und dort hinten will ich ihn herbestellen. Entschuldigung, ja. Sonst nimmt die Schwärmerei keine Sorge. Du, Susanne, für was schwärmst du sonst? Ich meine, außer dem. Für den Bernhard. Ja, ich bin momentan ein grosser Amerika-Fan. Ja, das hat sich umgesprochen, das habe ich gehört. Und ich war dieses Jahr auch ein paar Monate hierher und habe verschiedene Sachen gemacht. Auch auftreten bin ich. Und es ist vielleicht noch ganz lustig zu sagen, das Lied, das ich da mal vor einem Jahr im Doppelten Engel gesungen habe, das ganz allein. Das Dialekt, das finde ich hart. Ja, das habe ich vor den Amerikanern gesungen. Ich habe zwar nicht viel verstanden, aber es hat mir gefallen. Das ist ja beim Singen nicht so wichtig, gell, der Text. Also, du hast mit dem Lied, das du im Engel gesungen hast, dann einen Erfolg gehabt. Mhm. Das freut uns natürlich. Und ja, ich schlage vor, wenn du in Amerika mit einem Schweizer Lied Erfolg gehabt hast, kehren wir doch jetzt den Spieß um und du singst uns ein amerikanisches. Mhm. Okay. Und was wäre das? Sometimes you don't know it's love until it's gone. Hands there in air,
Didn't know he'd mean this much to me. This much to me. Peter, sag mal, habt ihr vom Orchester eigentlich auch etwas vorbereitet für den Silvester? Ja, klar. 3 Kästen Bier, 1 Kasten Weisswein, 1 Kasten Rotwein, 2 Flaschen Whisky, 3... Nein, ich meine natürlich musikalisch. Ah, das haben wir auch. Für dich. Sicher? Und zwar ein Medley von den populärsten Hits vom Jahr 1978. Mhm. Thank you.
Normalerweise darf ich hier im Engel zwei Gruppen von Leuten begrüßen, nämlich Sie, liebe Gäste hier bei uns, und Sie, liebe Zuschauer daheim. Heute aber, am letzten Tag des Jahres, finde ich es allerhöchste Zeit, einmal an die zu denken, die nicht können dabei sein könnten, weil sie nämlich arbeiten. Wenn Sie einem von Ihnen begegnen, sind Sie ein bisschen nett zu ihnen und richten Sie ihm bitte aus einen schönen Gruß. Es muss auch Szenen geben, die krampfen, wenn für andere fertig ist. Nur wenn sie in der Küche dampfen, kommt der Braten, wo sie mampfen, fein und knusprig auf den Tisch. Allen, die heute Abend krampfen, schicke ich drum einen lieben Gruß. Und ich nehme ein Glas in die Hand, sag zum Wohlsein miteinander. Und zwar jedem, der heute Nacht noch arbeiten muss. Zum Wohlsein allen, die servieren, während wir uns amüsieren. Allen, die im Gastgewerbe zu tun haben und heute Nacht noch lang keine Ruhe haben. Allen, die am Steuerrad sitzen und im Taxi rumflitzen. Allen, die wie Bahn und Post neu im Dienst sind, sag ich Prost, Prost zum Wohl und merci auch. Denn ihr wisst ganz genau, es muss auch Szenen geben, die arbeiten, nicht in jeder kann weg. Während sie Zigarren paffen, gibt's noch viele, die heute arbeiten. Und das ist bei Gosch kein Schleck. Und an alle, die noch krampfen, schicke ich drum einen lieben Gruß. Und der ganze Engelsaal lupft jetzt Glas grad noch einmal. Und wir sagen jedem, der heute arbeiten muss, zum Wohl auch euch, wo und für die Presse fotografiert. Denen, die einen Bus steuern müssen, die im Tramdepot frieren müssen, die am Telefon auch heute noch Auskunft geben müssen. Es gibt viele Leute noch, die haben Dienst, die haben nicht frei. Fernseh, Radio, Polizei, Prost zum Wohl und merci auch. Denn wir wissen ganz genau, nur wenn ganzen Haufen krampfen, haben wir es glatt bei Speis und Trank. Drum haben wir nicht ganz beim Essen und beim Trinken die vergessen, wo müssen krampfen. Vielen Dank. Zu denen, die Jahr aus und Jahr rein krampfen, sogar am Silvester, gehören die drei natürlich. Sorry miteinander. Du, sag mal, ihr habt doch Kinder daheim. Wie viele hast du? Ja, zwei. Zwei hast du? Ja, und du meistens. Meistens. Ich auch. Wir haben jeden zwei, jeden ein Bärli. Habt ihr das abgemacht? Ja, ja. Sprechen wir noch mehr mit den untereinander ab? Das ist nicht abgemacht. Nach zwei sind wir dann auf den Hund gekommen. Jetzt haben wir noch einen Hund. Ja, wir sind ja eben viel fort. Ja, aber es hat auch Vorteil. Wer viel vorgeht, kommt auch viel heim. Oh, das stimmt schon. Aber ich glaube, deine Frau hat das schon manchmal gehört. Gell? Ja, ja. Ja, aber sagen wir, sind die Kinder nicht hier und da mal ein bisschen ja, muff? Oder sagen sie nicht hier und da, du Papi, komm, jetzt wetten wir doch am Sonntag oder so mit dir da ja, immer hin? Meistens bis zum Reden kommen sie immer wieder fort. Ja, nein, jetzt aber ehrlich. Und meine haben letztes Jahr auch daran verlangt von mir. Aber sag mal, du weißt wenigstens noch, wie deine Kinder heißen. Ja, ja, ja. Das ist gang das. Ja, aber was machen sie heute? Welche? Ja, heute schauen sie wahrscheinlich Fernsehen und ziemlich sicher sogar den Schweizer. Er hat noch Vertrauen in seine Kinder. Heuchler, du. Und deine, nein, Alex? Also, wenn man ernst wird, ist schon ein bisschen Problem, dass man so viel fort ist, vor allem ja, über die Wochenende oder wenn die anderen daheim wären. Oder? Wenn die anderen ja, frei machen, vor allem. Also, ich glaube, ja, meine Kinder haben Glück das Jahr. Also, das nächste Jahr. Das ist noch nicht das Jahr. Die also haben zwei Flaschen Rimus heimnehmen, um dann anstoßen zu Nacht. Und eine hat den Kleinen schon verschlagen davon. Ja, das muss ja gut auskommen. Ja, du, man sagt natürlich schon, also, wer berühmt ist, den kennen alle Leute außer die eigene Familie. Aha. Haben ihr alle Frauen nicht hier überhaupt? Ja, sie sind irgendwo im Saal, ja, aber sie dürfen nicht bei uns sitzen, aber sie sind glaubt. Du, ich gehe dann nachher nicht bei ihnen vorbei, das, ja, das bin ich noch in Ordnung. Ja. Das heisst aber so ein guter Trick. Wenigstens heute, wenn sie beieinander sind. Ja, das ist nett, da freue ich mich. Aber du, falls jetzt tatsächlich eure Kinder daheim schauen, ich glaube, ihr werdet auch nicht nur plaudern sehen, sondern
etwas tun. Ja. Alex, ja. Guido, Vic. Ah, schaffen. Atzig. Auch schon. Oh, ja. Schaffen heim und möchte gerne Spiegelei so richtig schön mit Speck im Anken essen. Doch die Frau ruft von der Küche her. Oh, leider ist der Kühlschrank leer. Ich habe gedacht, ich hätte das vergessen. Der Rudi brüllt. Nein, ich will mein Ei. Jetzt ist der Zapfen ab. Jetzt ist der Zapfen ab. Kein Wort, es hat keinen Zweck, bist selber geschuld. Jetzt hast du den Dreck, jetzt ist der Zapfen ab. Vis-à-vis lässt die Freunde zu einer Party ein und als Glubo Stimmung sollte bringen. Seid plötzlich gegen den 9 zu der Dr. Müller. Bitte Ruhe, meine Frau wird jetzt eine Opernarie singen. Schon nach dem ersten C denkt als Hoje. Jetzt ist der Zapfen ab. Jetzt ist der Zapfen ab. Es hat keinen Zweck, bist selber geschuld. Jetzt hast du den Dreck, jetzt ist der Zapfen ab. Fußballer shootet am Sonntagsmittag, vergisst der Herr Schweizer sein Mühsal, sein Plag. Ein bisschen Ginke, ein bisschen Goal, so wenig braucht's und schon ist es im Wohl. Doch sind's am Verlieren, dann reisst dem Geduld, dann ist nur der Schiedsrichter schuld. Der spinnt, glaub ein bisschen, der ist ein bisschen krank. Der hat doch, glaub, nicht alle Tassen im Schrank. Der hat's doch zu heiß badet, der ist nicht normal. Das ist halt ein tragischer Fall. Wenn wir drei am Abend vor's Publikum stöhnt und Schlager und Jodler und Gag rauslöhnt und putzt sind wie die Buben vom silbernen Trögli, denkt jede, na hübscher sie sei fast nicht möglich. Sie dürfen nicht böse sein mit uns und nicht hässig. Wir wissen's, wir sind ein bisschen spässig. Wir spinnen ein bisschen, wir sind ein bisschen krank. Wir haben doch, glaub, nicht alle Tassen im Schrank. Uns haben's doch zu heiß badet, wir sind nicht normal. Wir sind halt ein tragischer Fall. Oder kannst du ins Bett schwitzen, wenn der Wind durchs Zippen schwingt und ein bisschen Halsweh bringt. Allerdings kannst du auch laufen, kannst du rassig Brändli kaufen. Haus voraus, nimm's wie es kommt, Pulverschnee im Gesicht ist gesund. I'm eating.
Frau. Wer ist keine nette Frau? Hä? Die sagt dort hinten. Hä? Mit der Küche. Mit der Küche? Diese Frau dort. Das ist doch ganz nett. Das ist Strossmarie, die Wirtin vom doppelten Engel. Aha. Wieso ist denn das keine nette? Hä? So schöne Küchen. Und mir gibt sie keine. Ja, du musst halt bestellen, wenn du etwas willst. Aha. Ja. Wie macht man das? Ja, das weisst du doch. Jetzt bist du gestern mit dem Onkel Hans in der Beiz gsi. Ja. Was hat er denn zu der Serviertochter gesagt? Wenn die Frau anläutet, sind wir schon gegangen. Aha. Ja, hat er denn nicht gesagt, was er will? Wohl. Dann hat die Serviertochter gesagt, er soll sich schämen in seinem Alter. Aha. Aha, gut. Hör mal, Caroline, jetzt soll ich dir mal das zeigen, wie das geht. Okay. Also, Rosmarie. Rosmarie! Ja, ich komme schon. Klibi? Oh nein, Entschuldigung, natürlich. Ladies first. Sally Gauli. Hoi. Sally Klibi. Sally. Hi. Was hättest du gern? Whisky. Whisky? Ich hätte gern Tier. Also das verstehe ich jetzt nicht, du. Ich kann nicht. Du hast immer gesagt, wenn er zu viel Whisky trinke, ja, dann kriegt er einen Kater über. Ah. Du, Caroline, sag mal, willst du nicht etwas Besseres? Einer von diesen Küchen hier. Einer von diesen Küchen? Welchen hättest du gerne? Der Kleine oder der Grosse? Hä? Ich nehme den Grosse. So. Du, das ist aber nicht ganz höflich, du. Nicht? Nein. Der Kleine kannst du dir geben. Hey! Wie du meinst. Hör mal. Hast du das gesehen, was du gemacht hast? Weißt, wenn man höflich sein will, gell? Mhm. Dann nimmt man immer den Kleinen. Mhm. Welchen hättest denn du genommen? Ich? Ich hätte den Kleinen genommen. Den hast du auch wieder gehabt. Ah, ja, ja. Rosmarie, ja. Willst du das ein bisschen absitzen? Ja, du, ein Moment. Gell? Ja, gerne. Ich bin so froh gespießt und weh. Schenkst du dich eigentlich nicht? Wieso? Ich mich schäme. Mhm. Einfach so eine Frau sitzen lassen. Hey! Ja, weil sie steht sonst den ganzen Abend, gell? Mhm. Du, Caroline, ja, ich will dich etwas fragen. Mhm. Sag mal, würdest du uns nicht eins singen? Mhm. Nicht? Du hast eine schöne Singernägel. Ja, 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 ja. Gell? Mhm. Aber Silvester? Ja. Ja. Nein, das ist nicht mehr singen. Mhm. Das kannst du machen. Wieso ich? Hä? Das ist ein Gesangsverein. Oh, was macht denn der Klibi im Gesangsverein? Essen. Oh. Jassen. Saufen. Hey. Ja, sag mal, wen singt er denn? Auf dem Heimweg. Oh. Hey, Caroline. Aber du sagst, willst du nicht eins singen? Das Jahr nicht mehr. Das Jahr nicht mehr? Nächstes Jahr. Das nächste Jahr? Sagen wir etwa in 2 Stunden? Ja. Oh, das ist fein. Abgemacht. Okay. Gut, also okay. Tschüss. Bis dann. Du. Hast du noch etwas sagen, Caroline? Mhm. Was? Der Rosmarie ist kein richtiger Engel. Kein richtiger Engel? Wieso? Sie hat ja keine Flügel. Aha. Also für Flügel? Ja, wohl. Flügel? Nein, so bett sie nicht. Weißt du, Flügel wird die Nationalmannschaft. Ah, im Fußball? Mhm. Aber das ist ja kein Vergleich. Rosmarie, Engel, Fußballnationalmannschaft. Die Engel können doch nicht shooten, du. Fußballnationalmannschaft auch nicht. Tja. Wir haben Ihnen versprochen, dass heute Abend nur, das heisst nur, ausschließlich Einheimische auftreten. Und dazu gehören auch Country Ramblers. Guten Abend miteinander. Guten Abend. Aber heute sagen wir euch jetzt nicht Country Ramblers, sondern Landwirtschaftsrumbler. Hey. Und ihr spielt uns jetzt, glaube ich, etwas so richtig Volkstümliches, oder? Schon, aber eigentlich etwas Volkstümliches aus den Staaten natürlich. Ah ja. Und zwar sagt man diesen USA-Ländler, sagt man Bluegrass Music. Bluegrass, oh, das ist ein bisschen viel Englisch. Sagen wir mal den Blaugras Musik. Gut, aber gemacht. Ich habe gehört, ihr spielt, glaube ich, ein Stück über einen, der Heimweh hat. Das ist zumindest etwas Patriotisches. Ja, der hat eine spezielle Art von Heimweh. Der hockt nämlich im Gefängnis von Columbus und träumt von seiner Liebsten in Tennessee. Und das hat natürlich vor allem
Am Silvester ist das also schon gewaltig, ja, oder? Ja, ist also schon wieder nichts. Du, aber sag mal, habt ihr überhaupt nichts Schweizerisches? Doch, wir haben extra als zweites Stück einen Appenzeller, Original-Appenzeller. Ah, das ist fein, ja. Und zwar spielen wir den auf unserem Bluegrass-Instrument. Mhm. Da hört man zum Beispiel aus der Mandoline ein Hackbrett raus, wenn man genau los. Mhm. Das amerikanische Hackbrett. Ja, ja. Und zwar heisst der Gruß aus Trogen. Gruß aus Trogen, fein. Aber so wie ich euch kenne, heisst das Greetings from Trogen. Tennessee, way down from the stargate, friends of Denver's on me.
so, hättest du gesagt, du wärst lieber dort unten. Ich finde es da aber auch so besser. Ja, da hat es viel Platz. Wir wollen lieber so ein bisschen in die Lüfte. Jetzt müssen wir den Kuchen schnell stören. Dreimal Omelette Soufflé. Bernhard. Nein. Vergnügen vor dem Tag. Schön. Bernhard, aber das können Sie doch nicht jetzt bringen. Die drei sollen jetzt singen. Nein, jetzt wird nicht gesungen. Jetzt wird zuerst gegessen. Dann muss man ja darauf warten, muss man sofort essen. Das ein guter Miteinander. Bernhard. Ja, DJ. So geht es natürlich nicht, einfach so reinfahren. Ja. Wir sind doch nicht auf der Piste. Und jetzt ist das ganze Programm durcheinander und ich weiss nicht mehr, wer jetzt singen soll. Sie vielleicht? Ja, gut. Ich habe schon gedacht, dass du so weit ja. Bernhard, nein. Ja, also, ja. Beim Singen ist es nicht wie beim Skifahren. Da lange Zeit, dass man irgendwie runterkommt. Da sollte man auch raufkommen. Ja, da würde man keine Gedanken machen. Auf und ab kennt man als Skifahren. Es ist in jedem Winter immer das gleiche Spiel. Das eine Jahr hat es zu wenig Schnee und dann hat es wieder zu viel. Winter ist kein Winter ohne Schnee. Winter ist kein Winter ohne Schnee. Und in jedem Winter ist der gleiche Quatsch. Durch den Prima-Pulverschnee hat sicher nicht als Matsch. Winter ist kein Winter ohne Schnee. Winter ist kein Winter ohne Schnee. Ohne Schnee. Du hast auf deinen Ski durch den Schnee schwingen. Die Wintermelodie hörst die Brettli singen. Wie ein Lied ist jeder Schwung, Rhythmus jeder Sprung. Spürst du bei der Sonnenschein und das Leben ist so jung. Ein verschneiter Baum steht am Abhang drinnen. Siehst ihn wie im Traum, kannst ihn kaum erkennen. Nebel leuchtet sich aufs Mal. Siehst aber bis ins Tal. Doch so durch den Winter komm, ist nur ein Ideal. Es ist in jedem Winter immer das gleiche Spiel. Das eine Jahr hat es zu wenig Schnee und dann hat es wieder zu viel. Winter ist kein Winter ohne Schnee. Winter ist kein Winter ohne Schnee. Und in jedem Winter ist der gleiche Quatsch. Ruft dich prima Pulverschnee, hat sicher nicht als Matsch. Winter ist kein Winter ohne Schnee. Winter ist kein Winter ohne Schnee. Ohne Schnee. Wir müssen dann noch etwas machen. Güssen! Ja. Oh ja, güssen! Rosmarie, noch Rundi! Nein, Max, ich rede doch vom Bleigüssen. Bleigüssen? Ja, das ist ein schöner alter Silvesterbrauch, wo man heisses Blei in eine Schüssel voll Wasser leert. Und dann schaut, was es gibt. Ja. Ein Sprung in der Schüssel. Nein. Nein, das ist ernsthaft. Weißt du, da wird doch das Blei im Wasser kalt und erstarrt.
Und dann nimmt es irgendeine Form an und dann, so wird dann das 79. Das kann dann zum Beispiel so kann das aussehen, oder? Ja, also wenn es so aussieht, dann gibt es ein längliches Jahr. Ja. Ja. Mindestens 13 Monate, gell? Ja. Ja. Es kann natürlich auch so aussehen, gell? Und dann gibt es dann eher ein ausgefranzeltes Jahr. Ja, eins mit Zötteli dran. Jüpfeli rein und Zötteli dran. Zötteli, nein, du schnörst einen Blödsinn zusammen. Nein, so eine Playfigur ist doch ein Symbol für das, was auf uns zukommt im neuen Jahr. Das muss man dann deuten. Was kommt auf uns zu? Ein Sprung in den Schüssel. Ja. Bei dir vielleicht, aber auf uns zukommt Zukunft und die muss man deuten. Ja. Also komm Max, deut jetzt mal. Ich weiss nicht, was soll das? Mal. Das bedeutet jetzt ein Symptom. Ja, Max, das ist jetzt ein Symptom zum Beispiel für eine Sonne. Gell? Ja. Sonne wäre gar nicht schlecht. Das würde bedeuten, dass nächstes Jahr wieder mal ein Sommer stattfinden würde. Du, Sommer. Ist das nicht die schöne Jahreszeit, die auch dieses Jahr wieder ausgefallen ist? Weißt du, früher hat es zwischen dem einen Winter und dem anderen Winter das ein paar schöne, warme Tage gegeben, wo die Sonne geschonen hat. Hast recht, Heinz. Ich kann mich noch ganz schwach daran erinnern. Also wahrscheinlich haben sie das letzte Jahr den Sommer reingenommen, weil es so viel geregnet hat. Gell? Ja. Also nehmen wir mal an, es gibt wieder mal einen Sommer im nächsten Jahr. Gell? Jetzt Röbi. Was ist das, wenn du das überkommst beim Bleigüssen? Ein Sprung in der Schüssel. Nein. Aber wenn nicht, es könnte ja zum Beispiel so aussehen. Ja. Und dann wäre es dann eher ein Hühnchen. Ja, so flache Hühner gibt es ja gar nicht. Wenn man drüber fährt schon. Ja. Du meinst, die Hühner werden im nächsten Jahr flach rauskommen? Lieber die Hühner als wir, gell? Ja, die besten Hühner sind die flachen. Die bieten kein Problem beim Backen. Ja. Dann so ein Hühnchen flach und still, das macht keinen Krach, auch nicht im Grill. Ja. Schön hast du das gesagt, Hans. Aber du kommst ja schon nicht raus. So ein flaches Huhn hat ja gar nicht Platz im Backofen. Oder? Moment, du musst es halt ganz schön zusammenfalten, gell? Oder röllen, gell? Und nachher kannst du es mit dem Brieföffner tranchieren, weißt? Und die einzelnen Tranchen die verkaufst du dann als Schlankheitsmenü. Ja, du, abnehmen. Wäre ein guter Vorsatz im neuen Jahr. Ja, eins, hast du Problem mit der Linie, gell? Dann geht es wie der Fußballnationalmannschaft. Ja. Die hat auch keine Linie, vor allem im Mittelfeld. Was haben jetzt die Rasenglöhn mit dem Bleigüssen zu tun? Ja, also das ist ja klar. Oder? Sie kochen auf kleinen Flammen, wenn es heiß wird, verlaufen sie und am Schluss röteln alle, was sie jetzt bedeuten sollen. Jürg, im neuen Jahr wird es für die Fußballnationalmannschaft sowieso besser. Ja, klar, da wird alles besser. Ja. Wieso? Sie machen das Jahr Pause. Sie finden, sie haben die 78 für zwei Jahre verloren. Ein die Scheindel. Dann geht ja alles ob sie das nächste Jahr. Ja. Die Rasenglöhn verlieren nicht mehr, die Hühner werden flacher und im Sommer gibt es auch. Ja. So ist es. Ja. Und alles das kannst du aus so einem kaputten Bierdeckel lesen. Nein, Max, aus dem Blei. Weißt du, beim Bleigüssen, das ist wie wenn du im doppelten Engel ein Philipp stellst. Es geht ewig lang, bis es heiß ist. Und am Schluss kommst du dann so ein kleines Klümpli. Moment. Was ist los? Nein, nichts. Röbi, du hast so einen verlegenen Blick. Was haben deine Kollegen? Ein Sprung in die Schüssel. Oh nein! Ja, ich habe ein Geschenk bekommen von einem Gast. Das ist angeschrieben mit Benni. Und der Gast. Gibt das ein Ballonfest? Ja, das sehen wir jetzt eben los. Das ist aber noch zu früh. Nein. Wieso? Ist noch nicht 4. Ja, wir sind doch der Zeit voraus. So. Nein, der tut gerne dichten. Und er hat mir das geschenkt. Und das ist für den Benni Riemann. Und jetzt tun wir den Ballonschein verklopfen. Also, ich würde sagen, macht ihr das? Wollen wir mal schauen, was der macht. Angst. Angst? Ja. Jetzt schauen wir mal den Mann. Ah! Klopft jetzt. Jetzt wollen wir schauen, was der macht. Ist drin? Ja, eben. Jetzt. Am Mittag spät nach dem Silvester kreucht man so langsam aus den Nestern. Der Schädel brummt, zuerst fest, dann fester, genau im Takt wie die Musik gestern von Benni Riemann, seinem Orchester. Oh.
Hallo Rosmarie. Ja? Wo bleibt mein Bier? Es kommt sicher gleich, aber ich habe alle Hände voll und balancieren auf dem Kopf kann ich halt leider nicht. Aber ich? Entschuldigung. Wie? Also, wer es bis jetzt nicht gewusst hat, wer das ist, weiß es spätestens jetzt. Der Alfredo, ciao. Ciao, Sally. Du, also, ich finde es grossartig, das kannst du hier oben behalten. Stundenlang, gell? Ja, stundenlang, ich merke es gar nicht mehr. Du, ich schlage trotzdem vor, dass wir deinen grossen Auftritt nach Mitternacht machen. Ja, das ist gut, Also, dort hinten sind sie beschäftigt. Bernhard hat auch zu tun. Das Soufflé ist gegessen. Wie war es? Gut, prima. Tipptopp. A point. Also, ich würde sagen, das wäre der Moment für euch. Peter, Sue und Marc. Thank you.
können wir. Nein, ich sage euch. Zuerst kommt der Weiss. Und dann kommt lang nichts mehr. Und dann kommen die Stück. Ja, du kommst schon. Dann kommen die Stück. Stimmt überhaupt nicht. Stück kommen wir immer zuerst. Richtig? Ja, Stück kommen wir zuerst. Ach, was? So, da. Ich bin 5 Bier. Jetzt sagen Sie mal uns, was kommt zuerst? Der Weiss oder das Stück? Ja, ich eins. Also, du warst doch nicht den Bernhard fragen. Im Jassen kommt der doch nicht raus. Von den Stück hat er vielleicht noch eine Ahnung. Aber wenn du Weise sagst, denkt er doch nur an die Ideallinie. Ja, oben aber war der Amis noch ziemlich rasch, gell? Ja. Aber unten nur hat er immer den Skilift genommen. Ja. Nein, bitte. Wir haben viel gelassen im Trainingslager. Ja, wahrscheinlich mehr als trainiert. Du, Röbi, jetzt bist du weit gegangen, gell? Also, wenn ich mir es ja richtig überlege, dann müsste eigentlich jeder Skirennfahrer im Jassen ein Professor sein, verstehst du? Selber fühlt er sich als Ass, dann hat er das Stück schon in der Hand, Brettli an den Füßen, saust oben runter und wenn er geht, ist er am Ziel der König und die Herzdame wartet mit den Rosen. Wenn er unten steht und keinen Stich hatte, können die Leute immer noch diskutieren, ob er jetzt eine Schelle oder ein Eichel ist. Du denkst gut, ob er eine Schelle oder ein Schilder sei. Ja, ja, wenn es mit dem Schnee nicht passen sollte, musst du halt oben runter jassen. Ja, du hast eins recht. Die hätten eigentlich entschieden, statt dem Skitoto ein Jass-Toto eingeführt. Ja. Der wäre wettersicher und die Italiener hätten kein Problem mit der Zeitmessung. Ja. Ja, du, aber wegen dem weiss ich ja gleich noch nicht, was zuerst kommt. Der Weiss oder das Stück? Also in meinen Augen ist das klar. Die Stück kommen immer zuerst. Das weiss vor allem jeder Skifahrer. Ohne Stück ist am Start kein Stich. Jetzt bin ich hier zum zweiten Mal mit einer Handvoll Luft beschenkt worden. Und darauf steht jetzt auch ein Name. Georges Getraustich. Ich verschrecke am meisten. Mal schauen, was es da drinnen heisst. Jetzt will ich schnell ein Rätsel bringen. Wer ist es? Er kann Englisch singen. Sein Name ist Französisch, der Dialekt von Bern. Wenn du das Rätsel löst, dann singt er sicher gern. Sehr schön, hast du das gemacht. Ja, das stimmt schon. Es ist ja so, ich singe ja gerne auch in anderen Sprachen. Nur, ich glaube, in meinem Fall, was meinen Namen anbelangt, gibt es nur eine Sprache, die sich darauf reimt, und das ist Englisch. Ja, und man kann so viel Schönes sagen auf Englisch. Zum Beispiel, oh, Rosemary, I love you. Oh. Oder stay with me. Oder noch viel schöner, Rosemary, I'll see you. Es singt für uns der Georges Pillou. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find a happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hang around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, that charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Blue skies smiling at me, nothing but blue skies I
to see. Bluebirds singing a song, nothing but bluebirds all day long. I never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my heart is flying. Blue days, all of them gone, nothing but blue skies from now on. The leaves are brown, came tumbling down, remember, in September, in the rain. The sun went down just like a dying member. That's September in the rain. To every word of love I heard you whisper, raindrops seem to play a sweet refrain. Though spring is here, to me it's still September. That's September in the rain. So, alle guten Dinge sind drei. Ich habe nur noch einen Ball bekommen. Und der ist für dich. Ich bin schreckhaft. Nein, ich habe das schon bei dir gemacht, einfach weil ich den Blau stehe. Oh, also, ich gönne mir ich habe aber, nein, das habe ich hier auch nicht getan. Ich probiere es mit den Mit den Fingern? Ich gebe es ganz fest zu dir. Ah! Ich bin erschrocken. Du hast ganz offensichtlich die besseren Nerven. So, jetzt schauen wir mal, was es hier heisst. Jeder kennt St. Galler Spitze. Das ist ein Name, der gut klingt. Aber eine St. Galler Spitzenleistung ist die, die jetzt singt. Ich habe sie extra für euch Cola. Der Fall ist klar. Es ist Paola.
Sachen Bern. Es ist dann bald Zeit, das letzte Kalenderblatt abzureissen. Du. Ja, du, es geht noch. Ein bisschen mehr als 50 Minuten. Ist schon gespässig, wenn nur noch so ein Blättchen dranhängt. Ja? Es ist traurig, aber wahr. Vom ganzen langen Jahr ist noch ein schäbiges Restli da. Ja. Was fangen wir jetzt mit dem Restli an? Es ist traurig, aber wahr. Wir hat im ganzen Jahr so manches verpasst. So manches verpasst. So manche Chancen nicht erfasst. Am 5 vor 12 sieht man sie. Doch gespässig sie, aus hässig sie. Kommt jetzt entschieden spät, drum geben wir euch den Rat. Wie es auch sie ist, wenn's vorbei ist, sollt man fröhlich Abschied nehmen. Wie es auch sie ist, wenn's vorbei ist, sollt man nur noch Schöne sehen. Wie es auch sie ist, wenn's vorbei ist, schaust es anders an. Es hat im Grund genommen manche Stunde gehabt, wo hast du Freude dran haben. Was einem schaurig Lampe gemacht hat, ist vergessen, ist vorbei. Aber die Stunde, wo man gelacht hat, die vergisst man nicht so gleich. Denn wie es auch sie ist, wenn's vorbei ist, sollst versöhnlich sein. Das Beste vom alten Jahr musst halten, das andere ist vorbei. Das Beste vom alten Jahr musst halten, das andere ist vorbei. Auch sie ist, wenn's vorbei ist, schaust es anders an. Es hat im Grund genommen manche Stunde gehabt, wo hast du Freude dran haben. Was ein schaurig Lampe gemacht hat, ist vergessen, ist verliebt. Aber die Stunde, wo man gelacht hat, die vergisst man nicht so bald. Denn wie es auch sie ist, wenn's vorbei ist, sollst du versöhnlich sein. Das Beste vom alten Jahr musst behalten, das andere ist vorbei. Das Beste vom alten Jahr musst behalten, das andere ist vorbei. Ja, ja. Als ich da innen noch der Wirt war. Ja, Onkel Werner. Jetzt bist du aber nicht melancholisch, nur weil es bald Mitternacht ist. No, gar nicht, gar nicht. Aber früher habe ich mich noch dafür gesorgt, dass am Silvester nicht nur im doppelten Engel etwas gelaufen ist, sondern auch davor. Ja, ich weiss, ich weiss. Onkel Werner, hör mal. Nein, Fischenschatz. Komm, wir gehen schauen. Ja. Kommen wir drauf? Ja, ja, thank you.
Ich möchte mich herzlich bedanken beim Dirigent von der Davoser Musikgesellschaft. Oh, Herr Sauter, aber Sie haben ja ach, kalt. Das wäre schön, die Griebenwurde, die haben. Ja, das mag ich natürlich auch gerne, Herr Sauter. Aber es tut mir leid, dass Sie hier in der Kälte so stehen müssen. Wir hätten Sie gerne reinbetten, aber dann hätten wir, glaube ich, den doppelten Engel verdoppeln müssen. Das kann man vorstellen. Herr Sauter, einen Trost habe ich. Also, ich glaube, dass Sie hier aussen in der Kälte spielen müssen, das kommt dieses Jahr zum letzten Mal vor. Trocken ist es da aussen. Ja, wieso hat es zwei Gitz nicht? Ja, ich meine nicht äußerlich, innerlich. Also, wo ich früher noch da der Wirt war. Ja, ich weiss. Dann hat es da aussen am Silvester immer auch etwas zu trinken gegeben. Mhm. Du, ich kann schon daran denken. So. Schließlich habe ich meine Lehrzeit beim besten Wirt von der ganzen Schweiz gemacht. So? Mhm. Bei dir? Aha. Ja. Wer ist denn der Kellermeister? Oh, du, das ist ein ganz speziell berufener Kellermeister. Ja. Erstens kommt er nämlich aus dem Wallis, mitten aus dem Weingebiet. Und dann hat er in seinem Leben schon so manchmal den Wein nicht nur schön, sondern auch viel besungen, wie ich gerade. Du, Moment, wenn du berühmten Opernsänger sagst, aus dem Wallis. Ja, jetzt ist er natürlich auch auf allen grossen Bühnen auf der Welt schon lange daheim. Mhm. Ja, dann kann es nur einer sein. Richtig. Und er singt jetzt eines seiner Lieblingslieder, ein Studentenlied, und dann noch auf ganz speziellen Wunsch. Das berühmteste Lied für einen Bass überhaupt. Das im tiefen Keller, ja. Auch wenn es von Russen ist. Von der deutschen Oberberlin, der Peter Lacker. Ja. In jedem vollen Glas ein. Auf dem Grund, ich deine hellen Äugelein, ich deine hellen Äugelein. Und deinen süßen Mund, und deinen trink ich schnell und warte nicht und küsse dich im Wein. Aufs Neu zu schauen dein Angesicht, aufs Neu zu schauen dein Angesicht. Schenk schnell ich wieder ein, schenk schnell. Füll und leer mein Gläschen ich und trinke immer zu. Nennt man mich nächstens liederlich, nennt man mich nächstens liederlich. Die Schuld, mein Schatz, hast du. Die Schuld, mein Schatz, hast du. Die Schuld, mein Schatz.
hier bei eurem Fest voller Reben. Bin froh, ein Bootsmann, lasse mir vom Der Herr vom Männerchor Davos soll es nicht schlecht gehen. Trinket ihr eins, und zwar in aller Ruhe. Bevor ihr nämlich drankommt, spielt jetzt für uns die Engel deiner Ländlerfreunde einen Schottisch, den sie extra für uns geschrieben haben, mit dem Titel «Zum doppelten Engel». Thank you.
milder Wein, einer Eulein heller Schein. Engel wird ihn du Junge, Engel wird ihn du Junge. La 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 la. Angekreidet wird hier nicht, weil's an Kreide uns gebricht. Lach die Wirtin weiter, hast du keinen Heller mehr, gib zum Pfad dein Ränzel her, aber trinke weiter, aber trinke weiter. La 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 la. Da vertrag der Wand. Schönste Augen weinen, schönste Augen weinen. Sprich zu ihm das schöne Weib, hast ja noch ein Herz im Leib, lass es hier zum Pfande, vor ihm stand ein volles Glas, neben ihm die Wirtin saß. Unter der blühenden Linde, unter der blühenden Linde. Bravo. 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 Der Schnee, so weit man fahren kann. Blau der Himmel, hell der Sonnenschein. Und die große Welt, die scheint uns beide gar plötzlich winzig klein. Zwei Spuren im Schnee führen uns von steiler Höhe. Und im Tal, da steht verträumtes Hütli klein. Die Spuren so schmal, treffen beide sich im Tal. Plötzlich sind wir ganz allein im Stübli gewesen. Die rechte Spur ist deine, die linke Spur ist meine. Und sie führen aus der Einsamkeit in Zweisamkeit. Zwei Spuren im Schnee führen uns voll steiler Höhe. Und wir beide sind noch nie so glücklich gewesen. Und wir beide sind noch nie so glücklich gsi. Allegra, 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 allegra Mensch. Allegra, 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 allegra Mensch. Allegra, allegra, strasuna tras Monteval. Allegra, allegra, qui spel salut cordial. Per tutto il mondo io so gira l'allegra, ma in una chatta. Salut roman c'era spari qua in aia mai resenti. Allegra, 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 allegra mainch. Allegra, 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 allegra mainch. Allegra, allegra, li stes ma vale o am. Allegra, allegra, in giardina. Binzo. Ja, ja, ja. Io lo io di do i do. Io lo io di do i do. Io lo di do i do. Io ben mir vedla auf der Piste stunden üs Ski häsli a. Denn nur wer richtig wedeln kann, der ist für sie ein toller Mann. Ja, wenn wir wedeln auf der Piste, macht der Winter alle froh.
da könnte die Skisaison bis in den Sommer gehen. 2, 3, 4. Blauen Augen zu schauen, ist für mich der grösste Genuss. Komm, gib mir doch noch schnell einen Kuss. Dann geht's in die Steilhand flott im Schuss. In deine blauen Augen zu schauen, ist beim Abfallslauf mein Traum. Doch jetzt hab ich ein blaues Auge wegen einem Baum. 1, 2, 3. Es ist wohl das Beste, wenn wir festen nach einem glatten Après-Ski. Denn gute Laune gibt Fondue und alle tanzen bis um 3. Ja, wenn man das Häsli küsst beim Jodeltwist, vergisst man seine Ski. Möcht lieber nur noch Après-Ski hinlehrer sein. 1, 2, 3. Du bist nicht das erste Mal da, gell? Ja, ja. Du, aber sag mal, Vico, du singst doch enthusiastisch vom Skifahren. Aber wie ja. steht es denn damit? Ich meine, machst du ja, also das? Ich meine, mit 4 Jahren bin ich mehr Ski gefahren als jetzt. Es ist ja so, weißt du, ich habe jetzt ein bisschen zugenommen. Ich bin gut über den Herbst gekommen. Und sollte ich eigentlich jetzt Langlauf machen. Am Morgen Langlauf, am Nachmittag wedeln. Das ist doch ganz falsch, Vico. Ich meine, den kannst du doch gut brauchen beim Skifahren, beim Umkehren als Polst. Ja. Ich gehe doch nicht um beim Wedeln. Ah, du meinst nach hinten gehst? Ja. Ja, ich bin natürlich auch gut polstert, gell? Ja, ja. Aber du bist mit dem Ski auf die Welt gekommen, mit dem Brettli. Ja, ein bisschen schon. Ja, ja. Ja, besser mit dem Brettli an den Füßen als mit dem Brettli vor dem Kopf. Du bist ja noch schön frech, du. Am Silvester immer. Du, aber ich darf dich jetzt glaub, schon bitten, weiterzufahren. He? Ja, ich meine, jetzt mit Singen oder mit Wedeln? Ich würde vorschlagen mit beidem. Also? Alles fährt Ski, alles fährt Ski, Ski fährt die ganze Nation. Alles fährt Ski, die Mama, der Papa, der Sohn. Es gibt halt nichts Schöneres, juche, juche, als Sonne, Ski, Bergen und Schnee. Es gibt halt nichts Schöneres, juche, juche, als Sonne, Ski, Bergen und Schnee. Alles fährt Ski, alles fährt Ski, Ski fährt die ganze Nation. Das Gretli mit Keilhose satte, pudert, geschminkt, parfümiert, steht wie eine Kuh auf der Latte, smitzt auf der Piste und friert. Alles fährt Ski, Ski fährt die ganze Nation. Alles fährt Ski, die Mama, der Papa, der Sohn. Es gibt halt nichts Schöneres, juche, juche, als Sonne, Ski, Berge und Schnee. Es gibt halt nichts Schöneres, juche, juche, als Sonne, Ski, Berge und Schnee. Alles fährt Ski, Ski fährt die ganze Nation. Thank you.
Jetzt ist wir haben uns aber ganz toll hier eingeheizt. Das ist die Wolverines Jazzband. Das würde niemand denken, dass ihr von Bern kommt. Ja, ja, ja. Ihr redet langsam, aber spielt umso schneller. Rosmarie, ja? Wie lange machen die noch da draußen? Ja, wieso? Passiert? Ja, nein, ja, eigentlich nicht. Aber du, es wäre noch schön, wenn ihr noch dieses Jahr wieder reinkommt. Nein, ist in der Ordnung. Weiss was, spielt doch Anfang eins unterdessen. Wir kommen dann. Ja? Machen wir. Du, aber vergiss nicht, Mitternacht ist meistens um 12 Uhr. Ja? Deine warten Gäste, das Programm sollte weiterlaufen. Danke vielmals fürs Kommen. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Habt es noch glatt, aber Vorsicht. Nicht allzu glatt, sonst rutscht ihr zwar rüber, aber auf den Hosenboden. Thank you.
Rebi, das ist ein Stammtisch und kein Schreibtisch. Du kannst deine Neujahrskärtchen daheim schreiben, da, gell? Stör mich nicht, ich muss noch das Kuvert schreiben. Ja. Aber was machst du denn da? Vorsätze 1909. Aha, der Rebi tut schon sein Schlechtgewissen für den nächsten Silvester vorbereiten. Ich habe ein sauberes Gewissen. Ja, ja, klar, klar, wenn man es nie braucht, muss es ja sauber bleiben. Du, ich finde das noch eine gute Idee. Du kannst immer kontrollieren, ob du die Vorsätze eingehalten hast. Ja, also für mich wäre das nichts. Ich wäre sonst am Silvester immer so deprimiert. Vorsätze muss man aufschreiben, sonst vergisst man es. Was hast du dir vorgenommen fürs nächste Jahr? Ich werde im neuen Jahr rigoros sparen. Kostet's was will. Was willst denn du noch sparen? Rauchst du ja jetzt schon nur noch KS-Stümpel? Was für Stümpel? KS-Kolleg seine. Ja, nein. Ja, aber für was willst du denn sparen? Für ein neues Auto. Ja, jedes Mal, wenn ich an einem Schrottplatz vorbeifahre, will mein Karren rein. Jetzt wird ein neuer Schlitten gepostet. Der alte ist total verrostet. Ja, aber so rostig wie deine Ferse ist er noch nicht, gell? Ja, also ich finde, du solltest im neuen Jahr aufhören, auf deine faulen Sprüche zu verzichten. Ja, das habe ich einen Weg im Sinn, schon wegen Jürg. Wieso wegen mir? Ja, dir kann mir ja sowieso nie einen Witz erzählen. Bei den Lustigen lachst du nicht, die Gescheiden verstehst du nicht. Und die Faulen erzählst du selten. Wenn du nur immer das letzte Wort hast. Ja, wieso? Ich kann ja nicht wissen, dass du nichts mehr sagen willst. Vorsätze muss man aufschreiben, sonst vergiss mich. Was hast denn du dir vorgenommen, Heinz? Ich werde im neuen Jahr alles gerade machen und nichts mehr aufschieben. Ja, dann musst du aber aufpassen mit dem Sofortmachen. Weißt du, ich habe da von einem Direktor gehört, der hat überall so Täfeli aufgehängt in der Firma. Tu es jetzt! Ja, und was ist denn passiert? Ja, der Prokurist hat die Sekretärin hat eine Meinung geschmiert und der Kassier ist mit dem Geld draufgegangen. Vorsätze muss man aufschreiben. Also hast du die Vorsätze gefasst, Max? Ja, ich sage es nicht, die nehmen mich doch bloß höher. Max, wir nehmen dich doch nie höher. Ist das ein Vorsatz? Nein, ein Look. Also komm, Max, erzähl, was hast du vorgenommen? Ja, aber nur, wenn er nicht lacht. Nein, Max, sicher nicht. Sicher nicht. Ja, so gut dann. Ich gebe das nächste Jahr ein Konzert als Sänger. Ja. Das ist doch nicht zum Lachen, Max. Du mit deinem Talent. Also, wenn du ja einen Schlagerwettbewerb teilen würdest, würde garantiert nur eine Stimme fehlen zum Gönnen. Ja, findest du wirklich? Ja, deine. Jetzt bist du auf den Zweig gegangen. Ja, ja. Der Max erinnert mich immer an eine Appenzellerfrau der Landsgemeinde. Wieso? Die hat auch keine Stimme. Ja. Nein, ich hätte es gescheiter doch nicht verraten. Vorsätze muss man aufschreiben, sonst vergessen. Was hast du dir vorgenommen im neuen Jahr? Ich mehr Sport treiben. Fitness, verstehst du? Ja, da bist du auf dem besten Weg dazu. He? Dein Maul ist auf alle Fälle schon schaurig gut durchtrainiert. Ja. Genau. Ja. Weißt du, ich meine Velofahren. Weißt du, eisern jeden Tag 20 Kilometer bügeln. Ja, du hast nicht gehört, dass im neuen Jahr das Velofahren verboten wird. Hä? Ja, das geht ja nicht mehr so weiter, gell? Da stampft so ein Wettli-Fritz den Berg drauf, gell? Und schnauft und keucht. Ja, der frisst ja die Automotoren alle Sauerstoffe weg. Nein. Weißt du überhaupt den Unterschied zwischen einem Velofahrer und einem schlechten Schlagersänger? Ja. Es ist auch keiner. Bei beiden ist Platte ein Unglück. Vorsätze muss man aufschreiben, sonst vergisst man es. Ja, Röbi, was hast du dir eigentlich vorgenommen? Ich? Weiss nicht mehr. Ja, komm, mach jetzt nicht ein Spiel für dich. Weißt du, wir sind jetzt nicht in der Telearena, gell? Komm, zeig mal. Ja, also gut. Vorsätze 1979. Jetzt, Röbi, hä? Vorsätze 1978. Ja. Vorsätze 1977. Vorsätze 1906. Hey, ja, warum soll ich es jedes Jahr neu schreiben? Ich halte es ja doch nicht. Ja, wer ruft? Bist du das? Ja. Hast du? Du, mir vom Orchester hast natürlich auch etwas vorbereitet für diesen Silvester, gell? Sicher? Mhm. Ja, was denn? Ja, rate mal. Oh, rate. Keine Ahnung, du.
Am Silvester haben die Leute die eigenartigsten Ideen. Und wenn, ja. Und wenn dann einer gar keine Idee mehr hat, dann zündet er eine Tischbombe an. Ah, das findest du keine gute Idee. Oh. Ich habe natürlich eine Tisch-Atombombe. Ja, du, sag du mir, was ist denn da drin? Ja, was ist echt drin, wenn ein Orchester eine Bombe vorbereitet? Ja, ich weiss auch nicht. Das Abonnement mal auf Pause. So ein grosses. Nein, Instrument doch. Ach so. Können wir mal führen? Ja, jetzt sind wir gespannt. Zeig mir doch. Ja, aber du stehst da dran und dann noch. Garantierst du das? Ja, ich. Gell. Achtung! Ja. Vorsicht! Wow! Oh! Oh! Oh. Meine Damen und Herren, das alte Jahr wird noch etwa 4 Minuten älter. Und währenddem ihr im Saal jetzt sicher alle Sekt oder Champagner, um Gottes Willen, Korken knallen lassen, spielen wir jetzt noch Dixieland Nummer «I found a new baby» und im Zeichen der Verschweizerung «Ich habe ein neues Kind gefunden». We'll be right back.
1979. Wir beide wünschen Ihnen ein Jahr, wie Sie sich es wünschen. Ein Jahr, wo Sie Anteil nehmen an allem, was um uns herum passiert. Ein Jahr, wo jemand an Ihnen Anteil nimmt. Ein Jahr, wo Sie mögen und können schaffen. Und wo Sie es auch schaffen, sich Zeit zu nehmen für alles Schöne. Ein Jahr, wo wir zusammenheben. Und gesund bleiben. Zum Wohl. Zum Wohl. Grüßli. Grüßli. Juni, Juli, keine Station ist zu viel. Dann kommt August, September. Und
Oktober und November. Und der kommt der Dezember und der steht das Tram nicht still. Drum nahmen sie Platz, bevor das Tram auf seine Strecke geht. Ja, es sind 70 Tramli, statt für sie schon parat. Schu, 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 schu. Januar? Im Januar servieren, das hat dann keinen Reiz. In der Beiz, in der Beiz, in der Beiz. Da blieben die Stiere daheim. Man sei in der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz. Und essen doch nichts Brot, ja noch und noch. Hol doch der Teufel das Januarloch. Wir essen doch ein Brot mit Käse doch. Es hat auch Vorteil, das Januarloch. Jetzt muss der Buch weg, jetzt muss der Buch weg. Jetzt muss es Schluss sein mit dem Scheiben Weihnachtsspeck. Jetzt muss der Buch weg, jetzt muss der Buch weg. Jetzt muss der Scheiben Weihnachtsspeck einfach weg. Schu, 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 schu. Februar. Ja, da gab mir jedes Jahr Guggenböcke, das ist klar. Das ist schönst im Februar. Weisst wie gut, dass das einem tut. Weisst wie gut, dass jedem gut. Weisst wie gut, dass das einem tut. Weisst wie gut, dass jedem gut. Er kann go intrigieren und sein Gesicht mit Farbe verspieren und den Frauen imponieren und die Heide mit plagieren. Weisst wie gut, dass das einem tut. Weisst wie tut das jedem gut. Tschu, 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 tschu. März. Ja, im März, Hand aufs Herz. Ja, im März zieht's ein Schiebischte wärts. Bleibst im Flotsch, bist ein Totsch. Gang in die Berge, ein Skifahren Botsch. Dort oben auf dem Bergli, dort fahr ich gern Ski. Im Tal gibt's den Doktor, den Scheiche, den I. Ola duli, 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 ola duli, 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 duli. Und doch gang ich sicher das nächste Jahr wieder hin. Tschu, tschu. April. Mach im April keine Fuli, schick mir in den April. Wo im April Tom Duli, wird dem das einfach zu viel. Mach im April keine Witzli, die hat doch jeder satt. Spar die Humores, bitzli, bis lieber die Jahr durch glatt. Ein bisschen lachen, ein Späßchen machen. Ab und zu ein kleiner Witz. Nicht immer stur sein, nicht immer sauer sein. Könnte brauchen in der Schweiz. Nicht immer hässig, es wäre doch gespässig. Wenn das nicht auch möglich wäre. Ein Liedli möhnen, statt nur stöhnen. Denn das Leben hat so schwer. Tschu, 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 tschu. Tschu, tschu. Drum nehmen Sie Platz. In unserem neuen Sitz für Tramli. Es ist gerade am Start und kommt schon in Fahrt. Und jeder hat Platz in unserem neuen Sitz für Tramli. Drum steigen Sie ein. Wir warten auf Sie. Tschu, 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 hey. In welchem Monat spürt man plötzlich so einen Drang? In welchem Monat wird einem jede Arbeit zu lang? In welchem Monat bleibst du nicht gerne allein? Lange Jahr. In welchem Monat
Juni. Im Juni kannst du leben und geniessen. Im Juni kannst du zurück in die Natur. Nur ich mag im Juni anüssen. Ich geniesse den Juni keine Spur. Heuschnupfen, Heuschnupfen. Hütschi. Nastürchen, Nastürchen. Hütschi. Hütschi. Heuschnupfen, Nastürchen, uns verschnürt. So kannst du nicht unter die Leute. Hütschi. 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 Tschu, 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 tschu. Juli. Vom Juli, ja, vom Juli. Nach drei Wochen fährt alles wieder heil. Vom Meeresstrand mit Sonnenbrand und mit einem sauren Schnee. Wegen dem musst du nicht traurig sein, dazu gibt's gar keinen Grund. Und ist es noch so schurig sein und bist grad auf dem Hund. Für euch Schweizer kommt bald die schönste Stunde. Wegen dem musst du nicht traurig sein. Du weißt ja, was jetzt kommt. Wir wieder Hirsten auf. Aus patriotischer Brust, Männer und Frauen und Koffer, singen die erste Strophe. Wenn in der Schweiz tut uns leid, kann leider niemand die Zeit, kann leider niemand die Zeit. Zwisch auf der Bergen am Start und kommt schon in Fahrt. Und jeder hat Platz in unserem 79er Tramlin. Drum steigen sie ein. Wir warten auf sie. Tschu, 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 tschu. September. Blätter fangen langsam der Gilbi und gegen Abend wird's schon kalt. Es ist September, es ist wieder Gilbi und dort rufen jung und alt. Schaut dort, Herzen flugi und dort Herzen Geisterbahn. Dörri flügen auf dem Flugi, so ein Flugi ist der Bahn. Kann man schiessen, schaut, da gibt's auch noch Ballöne. Im September kannst du es geniessen und für die Kinder ist es doppelt schön. Tschu, 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 tschu. Oktober. Was bald ein im Oktober rein, da rockt ein rechter Schweizer rein. Nebel jeden Tag, da kannst du nichts machen. Nebel ist eine Plage, ist nichts zum Lachen. Nebel ohne Frage,
jetzt kommt der Winter gleich. Nebel liegt im Tal und Nase fängt an laufen. Nebel überall. Muss halt go Händchen kaufen. Neblig ist's und kalt. Das Jahr wird langsam alt. Schon geht wieder Grippen um, jetzt kippen die ganze Sippen um. Nebel jeden Tag, da kannst du nichts machen. Nebel ist ein Plan, ist nichts zum Lachen. Nebel ohne Frage. Jetzt ist das Jahr vorbei. Tschu, 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 Dezember. Sammy Klaus, du bist wieder dran. Und dann fängt der Weihnachtsrummel wieder richtig an. Weihnachtsgeschenk, Weihnachtsgeschenk, jeder Kopf wird dumm. Und ist die Weihnacht erst vorbei, dann tust man's wieder um. Und dann ist sie fast dabei. Doch jetzt geht's erst los mit unserem 79er Tramli. Drum steigen Sie ein, wir warten auf Sie. Es fährt vom Januar über Februar zum März und April. Ob Mai, ob Juni, Juli, keine Station ist ihm zu viel. Dann kommt der Wurst September, Oktober und November. Dann kommt der Dezember und dann steht's Tramli still. Drum steigen Sie ein, bevor das Tram auf seine Strecke geht. Ja, das 79er Tramli steht für Sie schon parat. Tschu, 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 tschu. Jetzt haben wir 1979 schon mal gründlich angesungen. Und zwar haben alle unsere glatten Sängerinnen und Sänger mitgeholfen. Mit einer Ausnahme. Eine junge Dame hat mich gebeten, sie will doch lieber allein, also solo singen. Und ich kann das auch verstehen in diesem Fall. Gaolin, wie steht's? Bist du eingesungen? Noch nicht ganz. Ja. Aber singst du jetzt eins? Nein, ich singe noch nicht. Zuerst wird geschnürt. Das habe ich noch schier gedacht. Okay. Mademoiselle Caroline. Die hat noch gute Scheichen, du. Ja, ja, sehr gute Scheichen. Sie läuft noch gerade. Läuft sie noch gerade, ja, ja. Hey, Rosmarie, ja? Du, welche habe ich jetzt noch nicht geküsst? Oh, welche? Du, das musst schon selber wissen, du. Muss ich. Ja. Hey, aber schau mal, dem fantastischen Publikum hier im doppelten Engel, sagen wir nicht einmal zuerst Grüezi. Mal. Also gut, hä? Kanzlerin! Oh, ja, ja, ja. Du weißt, ein bisschen feiner, weißt du? Mhm. Ja. Kannst du da? Mhm. Also. Hä? Grüezi miteinander! Nein, das ist so alles aus dem gleichen Ton und dann innen so ab. Mhm. Ja. Ist schon. Ja. Haben Sie noch ein bisschen freundlicher machen? Wohl. Also. Hä? Grüezi miteinander! Ja. Ich würde sagen, das ist also ganz, ganz gut. Weißt, bei dieser Sendung ist es besonders wichtig. Ist es? Ja, weißt du, da schaut dann zum Beispiel einen Haufen Ausländer. Ja. Meinst du Zürcher? Nein. Die
Die Seben schauen auch. He? Aber Zürich, das ist ja in der Schweiz, du. Mhm. Habe ich das falsch verstanden? Ist das falsch verstanden? Ha. Gut, also meine Büsse gut. He? Mhm. Bist du auch schon in Zürich gewesen? Ja. Aha. Schon lange mal? Mhm. Immer wieder. Immer wieder? Und was machst du denn so zu Zürich? Im Zoo. Im Zoo gehst du? Aha. Was siehst du so für Viecher? He? Kangela. Gleicht ihm nicht! Gleicht ihm nicht, hä? An der Frau! Hey! Wieso jetzt die Frau? Hä? Wieso die Frau? Wegen der Höckerli? Nein! Du. Andere Viecher. Promenade. Promenade, jawohl. Schlange, jawohl. Elefante, jawohl. Esel. Ist keiner da. Ja, sind nicht mehr. Was noch mehr für ein Tier? Hä? Affe, jawohl. So, jetzt komm jetzt. Schau nicht immer den Mann an, du dort hinten. Die Gross kann ein Ass werden. Hey, also. Das ist ganz verschieden. Es gibt einige mit 50 cm. 50? 50, ja. Dann gibt es einige mit Meter. Meter? Meter, ja. Mhm. Gibt es noch größere? Ja. Es gibt noch einige mit 1,50 Meter. Ja. Ja. Und der dort hinten ist 1,68 Meter. Okay. Aber du darfst nur vergleichen, oder? Ja, klar. Eben, ja. Dann gibt es aber auch, die werden so gross wie ich. So gross? Ja. Und einen grösseren Ass als du gibt es nicht. Nein, also. Du bist so gut, hä? Hä? Siehst du noch gut aus? Ja. Ja, ich habe mich extra ein bisschen schön angelegt. Gell? Meinst du wegen meinem markanten Zeug, oder? Hm. Hä? Markante Zeug hat noch die SPD. Die SPD, aha. Weißt du, hat einen Eisendähnler Schnauze. Ah, gefällt dir der? Hm. Und wenn du ein Bärtli hättest? Ein Bärtli? Aha. Und dann? Dann könntest du nächstes Jahr mitmachen. Wo? Ein Weihnachtsspiel. Weihnachtsspiel? Als Josis persönlich. Ja. Ja, meinst du, das Bärtli können wir gut? Hä? Hm. Dann würden wir weniger vom Gesicht sehen. Also du machst mir jetzt einen langsamen Muff heute Abend, du? Ich schon. Ich kann dir schnell einen Muff machen. So. Du, lass mal, du stellst mich heute Abend an wie ein vollkommener Idiot, du. Vollkommen ist niemand. Ausser die Sekretin. Willi, ist eine Frau dort? Hm? Was ist mit der? Leck dir die Bluse, du. Die Bluse? Gefällt dir die? Ein richtiges Emmentaler Modell. Ein Emmentaler Modell? Mit Lutherlöchli. Lutherlöchli. Aha. So richtig der Drache. Richtig der Drache. So etwas der Drache, das habe ich noch nie gesehen. Nicht? Wahnsinn. Wahnsinn. Aber schau mal, dein Kleid hast du jetzt auch schon lange, etwa 5 Jahre. Schon sonst mal aus der Mode kann ich wieder zurück. Du. Hä? Aber das ist gut. Aber die Bluse, du. Die geht da nicht runter. Hä? Der Ausschnitt 2 cm grösser. Der Ausschnitt? Und dann? Wir haben gerade die Lindarmnarde gesehen. Ja, dann. Du, das ist also eine dicke Post, du. Ist das? Ja. Das ist also ein ganz vorwitziges Maul. Heute? Ja. Das ist ein Schungisch, du. Psst. Was ist es? Das ist nicht. Was ist es? Lass mich doch ausreden. Das ist mysteriös, wenn man nicht mehr sagen darf, was er denkt. Daheim. Jetzt habe ich schon gemeint, du willst fluchen. Hast du gemeint? Ja. Mhm. Ja. Du hast ja doch auch Vorsätze gemacht aufs neue Jahr, oder? Mhm. Jetzt hat noch eine Schnudernasse. Psst, komm jetzt. Ist alles gekommen? Ja, so. Wir reden jetzt von den Vorsätzen. Mhm. Ja. Also, was tust du nicht mehr machen? Fluchen, jawohl. Was noch nicht mehr? Schlecken. Bombo schlecken, jawohl. Was auch nicht mehr? Umemolen, jawohl. Und was noch mehr noch? Lügen, jawohl. Und du? Ein ganz besonderer so Satz. Wille? Nicht mehr alles so tierisch ernst zu nehmen. Mhm. Auch die Vorsätze, die wir gesessen haben. Aha. Ich glaube, es ist mir aufgefallen, gell? Mhm.
dass du immer so Gerbsle tust. Mhm. Nach dem Essen. Gerade so um die Weihnacht herum. Mhm. Ja. Sau dumm. Ja, was ich. Wieso ist das gekommen? Hä? Ja, zum Weihnachtsgutzli gesagt. Was hast du? Zum Weihnachtsgutzli gesagt. Psst! Sagt man nicht. Zum Weihnachtsgutzli zu mir genommen. Diese haben uns Kragen essen, alles wieder uns hergeben. Aber gestern Abend zum Beispiel hast du geflucht und geflucht. Was ist ja dort passiert? He? Ich bin auf die Schnee. Auf die Schnee hat er raufgefallen. Aha. An die Schnee hat man gleich weh. Du, psst. Und jetzt habe ich Durst. Jetzt hast du Durst. Haben Sie mir nicht zu? Psst. Das heisst trinken. Trinken? Ja, schau, so ein Champagner. Mhm. Willst du das? Meinst du, das möchtest du verleiden? Mhm, glaub schon. Glaub schon, also komm schön trinken. Mal hier durchgehen. Ja. Also. Entschuldigung! Ja, Entschuldigung. Ist mir gerade rausgerutscht, du? Ja, ja. Und so etwas nehmt ihr so? So, nein. Trinken? Ja, genau so etwas. Weißt, am 12 Uhr hat man dann angestoßen, dort mal. Vor einer Viertelstunde. Mhm. Wahnsinn. Wahnsinnig, gell? Gut, jetzt hast du genug getrunken, oder? Mhm. Nachher nochmal. Nachher nochmal, gell? Ist es heiß drin? Ist heiß drin, gell? Hä? Aber durch den Wetterbericht hat geheissen, kältere Luft. Mhm. Und jetzt habe ich es verstanden. Ältere Luft? Aha, ältere Luft. Nein, nein. Aber nachher kommst du etwas rüber, gell? Mhm. Und tanze noch eins. Tanze noch eins? Mit wem? Mit mir? Kommt gerne die Frage. Nicht. Jetzt sagt mir Travolta dort hinein, du. Hä? Schau mal die Frisur an, du. Hä? Leck, du mir am Schötchen, du. Hä? Ist der Promenade reingekommen? Nein, das ist auch nicht. Das ist nicht Promenade, das ist Pomade. Jetzt habe ich genannt Schmierseife. Nein, 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 nein. Schmierseife schmiert man nicht auf den Kopf, weißt du? Nicht. Nein. Gell? Mhm. Und die Hose, du. Hä? Hast du es gesehen? Ja, 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 ja. Dickelfalte hat er mit dem Dostitsch gemacht. Ja. So, jetzt gehen wir aber heim zu mit dir, hä? Mhm. Leider. Leider, ja. Gell? Jetzt wünschen wir allen das, was sie brauchen können. Okay. Also. Gesundheit für mich, Gescheitheit für dich, Prost miteinander. Und passt auf mit dem Alkohol. Mhm. Nicht zu viel suckeln an Fläschchen. Suckeln an Fläschchen? Ja. Ja? Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ist eben gefährlich, gell? Mhm. Dann gehen wir nämlich kogenmässig aufpassen, den Ränken. Ja. Dass er nicht auf die Schneegaden raufsagt. Ja, genau, genau. Ja. So, lass mal, Rosmarie hat gesagt vorhin, du denkst noch eins singen. Du hast ihr versprochen, du machst das, gell? Mhm. Hä? Machst du uns das? Ja. Also gut, und was ist für ein Liedli? Ein eigenes. Ein eigenes, ja. Und hast du den Ton? Mhm. Täter Schack, C-Dur, zack, zack. Ja, ja. Nochmal? Kann nochmal? Das Klavier kann er fortrühren. Du, nein. Es ist fast ein neues Klavier, gell? Jetzt gibt er dir nochmal den Ton und dann nachher fangen wir an, gell? Also gut. 2, 3. Und die Leute in Engel, die nachet, riesengroße Sicht an der Kampolin, an der Kampolin, der Gott jetzt grad ist nicht. Ohlala, an der Kampolin, an der Kampolin, der Gott jetzt grad ist nicht. Tschüss! Ja. Tschüss mit den Hans. Dankeschön. Ja,
und jetzt sehe ich Besuch von der Konkurrenz, vom Grotto Mazzolini. Eintrudelt Mama Mazzolini. Und da trudelt das ganze Ensemble vom Musical Ciao Ticino. Ja. Ciao. Mama. Ciao. Ciao, Rosa Maria. Mama Mazzolini, alias Elisabeth Schnelle. Buonasera, buonasera. Rosa Maria. Buon anno, eh? Oh, grazie. Sì. Buonasera a tutti, eh? Auch der Stammtisch von da. Ich habe meinen Stammtisch auch mitgebracht. Das ist aber. Du, wie ist es denn gegangen bei dir heute? Oh, wir haben den ganzen Grotto voller Leute gehabt. Alle, wenn sie wollen. Ja, wie bei euch, ganz voll. Aber bei uns haben sie alle essen Risotto und Luganige. Und Merlo haben sie getrunken, viele Merlo. Ja. Und wo sie sind fertig waren, wir haben sie gesagt, so, jetzt schliessen wir gerade Mazzolini, nehmen wir den Stammgäste mit und gehen machen ein Besuch zu Rosa Maria im doppelten Engel. Das ist aber lieb, das ist ganz schön. Und weil ich weiss, du hast viel arbeiten. Und viel arbeiten, geturscht, ja. Viel reden, geturscht. Ja. Haben wir dich mitgebracht. Un boccalino del Ticino. Oh, grazie mille, tanto. Mama Mazzolini, ich bin unverschämt. Eigentlich macht man das nicht, wenn man ein Geschenk bekommt. Ich mache es jetzt trotzdem. Ich bitte dich darum, etwas zu singen. Oh, schon ja, wieder das wäre lieb, ja. Für uns alle, schau mal, sie warten. Ah, sie, aber natürlich, ich singe Ihnen gern ein Lied vom Ticino. So wie es sehen die Ticinesi, eh? Ah, Mama Mazzolini. Wenn Sie kommen auf Ascona, für Sie fangen große Flohn an. Sie an Ferien, an Vacanze, stricken Sonnencreme auf Ranze. Nachmittag, Sie gehen auf Piazza, fangen Flirt mit neuen Schatz an. Kerkeno ist recht und gut, wenn man etwas nicht vergessen tut. In Ticino es gibt auch noch die Chinesi, das vergesse Menge, wo du aber kommst. Und auch die Chinesi möchten gerne ein bisschen Mesi. Als nur gerade für ihre Foti Hintergrund. In Ticino es gibt auch noch die Chinesi. Und gibt keine fast, wo nicht viel schaffen tut. Ruge viel, bis wachsen wie und schnell werden alter wie. Ma genügt, du musst dran denken, bis so gut. Auch wenn kommen da in Grotto, per mangiare il risotto, nicht verlieren gute Laune. Und nicht schimpfen und nicht staunen. Wenn keine Frau die Tisch decken, deutsche Sprache nicht so gut sprechen. Bisschen Italianità, sollten sie uns lassen, sie wissen ja. In Ticino, es gibt noch ein paar Tessiner. Wir sind stolz auf unsere Land, auch wenn ich klein. Ihre Portemonnaie ist grösser, unsere kleiner. Aber Herz ist groß noch mehr als das von sie. In Ticino, es gibt auch noch die Chinesi, die haben Freude, wenn kommen Leute von nah und fern. Und wir haben nur einen Wunsch, wenn du in Ticino kommst, du musst auch auf unsere Bier ein bisschen gern. Jetzt kommt aber noch eine lustige Liedli aus dem Ticino. Eh? Und das singt dann natürlich meine Tochter, Dinella. Du hast ja auch Durst, gell, zum Singen der Boccalino-Lied. Kommst du den Boccalino über? Grazie mille, du aber. Also, zum Anstoßen, weißt du? Der Größere ist viel besser. Rosmarie, kannst du mir deine geben? Oh, natürlich. Mani, ich gebe dir das. Ja, machen wir das. Ja. Salute. Salute. Prost. Salute a tutti e buon anno, eh? Buon anno!
Aus M von Kabocka, Bocka, Bocka, Lino. Trinkst du jetzt mit mir? Ein Schluck Vino, Vino, Vino del Ticino. Komm, nimm und probier. Probier de Vino und sing de Vino mit uns im Chor. Viva l'amor und bacio qua und bacio là. Es küssli da. Und in den drei Schlückli Wein zum Abendspülen. Das ist ja der Witz. Gibt's nicht Besseres als so ein Witz. Vor dem Vino, 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 Vendicino. Der schmeckt maximal. Aus dem Bocca, 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 Vino. Salut a noi, salut a noi. Und jetzt im Schuss, so Schuss. Normalen Huss. Und bacio qua, und bacio là. Es küssli da. Die Küsserei find ich okay. Und kommst vom Küssen, es bitzi titz. Dann gibt's nüt Bessers als noch ein Spitz. Vor dem Vino, 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 Vendicino. Der schmeckt maximal. Unser Bocca, 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 Vino. Es gibt Musiker, die falsch spielen. Und es gibt Musiker, die nicht nur nicht richtig, sondern so falsch spielen, dass es schon wieder richtig ist. Und zu denen gehört First Harmonic Brass Band, die erste harmonische Blechmusik. Und genau so, wie sie heisst, tönt sie auch. Nämlich, sie ist super exakt und immer zuverlässig daneben. We'll be right back.
Thank you.
Künstler, die auftreten müssen, haben manchmal ein seltsame Wünsche, weil sie nämlich genau wie wir manchmal nicht wissen, wohin mit den Händen. Der eine muss unbedingt einen Stuhl haben, den er sich dranheben kann, der andere einen Pfosten und der dritte eine junge Dame. Aber der Wunsch, der heute an mich herangetragen wurde, ist völlig neu. Bea Abrecht hat sich nämlich etwas Baches gewünscht und voilà, Bea, schau, da sind deine Käsekirchen. Sind die schon fertig? Mm. Der dritte findet Französisch besonders elegant und fein. Ich aber schwärme nur für meinen Schweizer Dialekt. Den finde ich so verblümend nett, der tönt halt so perfekt. Ja, Käbe, knusprige, küstige, kleine Käse, Küchli im Kochikästli. Käbe, knusprige, küstige, kleine Käse, Küchli im Kochikästli. Käbe, knusprige, küstige, kleine Käse, Küchli im Kochikästli. Ach, wie tönt das heimelig und schön. Wie verrückt. In Amsterdam und Hamburg werden Hering abgedruckt. In Belgrad sind's Radnitschi und in Tokio ist Fisch. Und wenn's bei uns kein Bratwürst gibt, dann weiss man schon, was ist. Ja! Käbe, knusprige, köstige, kleine Käse, Küchli im Kochikästli. Käbe, knusprige, köstige, kleine Käse, Küchli im Kochikästli. Käbe, knusprige, köstige, kleine Käse, Küchli im Kochikästli. Ach, wie tönt das heimelig und schön. Oben Schmieröl gehabt. Er hat sich mit dem Kaffeeguss ein bisschen übernommen. Er sagt zwar völlig nüchtern, hat er behauptet steif und fest. Da hat ihm gesagt, jetzt macht mir einen kleinen Sprachentest. Käbe, knusprige, küstige, kleine Käse, Küchli im Kochikästli. Käbe, knusprige, küstige, kleine Käse, Küchli im Kochikästli. Käbe, knusprige, küstige, kleine Käse, Küchli im Kochikästli. Ach, wie tönt das heimelig und schön. Miteinander, tanzen miteinander, tanzen miteinander schön. Grüß der
Tanz vorbei. Bleib aus die Heime sein. Drum, wenn wir lustig sind, haben's miteinander schön. Aber im neuen Jahr, das fängt ja gut. Du, Bernhard, ich finde es schaurig lieb, dass du mir noch hilfst. Obwohl du jetzt leider viel zu früh den Kellnerberuf an den Nagel gehängt hast. Aber ich muss dir ein Kompliment machen. Ja. Ehrlich, ja. Also du bist der grösste Kellner, den wir je im Engel gehabt haben. Sehr wahr. Sich. 1,82 oder? Ja. Ja, die spricht da, he? Also ich muss dir auch sagen, in dieser Beiz habe ich als Kellner wahnsinnig viel gelernt. Oh, das freut mich. Vor allem am Stammtisch dann. Ah ja. Da kannst du bestellen, was du willst, servieren, werden nur faule Sprüche. Oh, oi, schau jetzt. Bernhard, ich glaube, du bist schon manchmal umgekehrt, gell? Aber noch nie aufs Maul, ne? So, Bernhard, kommst du jetzt? Was heisst, da kommst du jetzt? Du... bin ich im Abdrücken. Ja, du hast gesagt, du kommst heiss mit uns singen. Nachher, wenn ich fertig bin. Du, Bernhard, das Stück noch fertig. Du schmeckst nach Ausrede. Bernhard, das hat nachher noch genug Zeit. Komm, das wollen wir natürlich hören. Ja, ja. Was macht denn ihr? Travolta, ist es ein Wohl. Der Travolta ist mein Idol. Jede Frau schwärmt nur für ihn. Wenn er singt, bin ich grad hin. Es ist klar, das ist ein Star. In der Disco werd ich ganz schwach. Jetzt los mir zu, ich sag dir eins. Körbe nüt, sich so ne Mais. Wunderbar, ich so ein Star. Ein Ha-Ha, ein richtiger Star. Wenn die Frisur nur recht aus der Hoch kommt. Brillantine klappt überall. Alle sehen gleich aus im Saal. Dort die Kau hat noch einen Stahl. Ein Star, ein Ha-Ha, ein richtiger
wieder Schnuff. Irgendeinisch wird auch alt. Aber bald, bitte ganz bald. Wunderbar, der Sonnenstern. Travolta-Star jetzt hören wir und sehen wir ganz einen bescheidenen, originellen jungen Typ mit Gitarre und. Moment. Das muss glaube ich nicht dumm sein. Wieso? Jetzt hätte ich sich selber drachen. Ja, ich bin jetzt gerade dran, dich anzeigen. Ja, aber doch nicht so. Ich habe da die wichtigsten Angaben vorbereitet. Also, Entschuldigung. Ja, nein, das kann ich nicht sagen. Also nein. Also, aha. Jetzt. Meine Damen und Herren, Sie hören jetzt den genialsten Sänger von dem Jahrhundert, einen begnadeten Künstler, den Europameister auf dem zweitobersten C, den Piet Schweber. Es wäre vielleicht, besser, wenn er jetzt noch ein bisschen klatscht. Am Schluss haben wir keinen Grund mehr. So, die ist noch verkehrt. Ich habe sie eben noch nicht so lange. So, wir kommen jetzt zum Höhepunkt vom Abend. Das bin ich. Er hat ein schauriges Schwein gehabt, dass ich überhaupt gekommen bin. Weil ich spiele im Moment eigentlich nur noch auf Dampfschiff und im Gefängnis. Weil dort kann man das Publikum wenigstens nicht ab. Am besten wäre schon, wenn wir mich von dieser Seite aufnehmen. Die haben auf dieser Seite ein grausiges Bibeli. Yes. Schade ist nur, dass heute so viele Männer da sind. Ich wirke nämlich ungeheuer auf Frauen. Man sagt, wenn ich singe, habe ich die Frauen Tränen in den Augen. Aber es ist auch zum Brüllen. Ich bin heute Abend hier, weil ich diese Woche in Basel die goldene Fondue-Gabel bekommen habe. Der grösste Käse in der Schweiz. Und zudem feiere ich eine Art Jubiläum. Ich bin am letzten Montag zum 75. Mal im Wunschkonzert nicht gewünscht worden. Aber ich bin froh, dass ich wieder zurück bin in der Schweiz. Ich habe gerade eine Tournee gemacht durch Liechtenstein. Einen halben Tag. Übrigens habe ich noch ein Autogramm mitgenommen. Vielleicht hätte es einen freiwilligen Autogrammjäger. Ich müsste die eine bestimmen. Nicht? Ja, das habe ich jetzt schon 3 Monate bei mir. Ja. Ich werde dann immer wieder gefragt, warum ich eigentlich auftrete. Ich kann ja weder Gitarre spielen noch singen. Ich weiß eigentlich auch nicht, warum ich immer engagiert werde. Aber heute schauen die Fans nicht mehr, ob einer musikalisch gut ist, sondern muss einfach ungeheuer gut aussehen. Es hat mir vorher jemand gesagt, ich soll doch so gut sein und noch etwas von mir erzählen. Aber das ist nicht so einfach. Nicht? Wenn ich das Wort sage, so wie es ist, dann heisst es nachher wieder, dass ich ein Bluff habe. Und das ist einerweg das, was mich an mir so fasziniert.
dass mir der Erfolg nicht in den Kopf gestiegen ist. Ich habe also extra im Testament geschrieben, sie sollen bei mir nicht so ein Theater machen wie beim Presley. Aber haben Sie vielleicht gemerkt? Haben Sie vielleicht gemerkt, mein grösstes Problem, ich will einfach gerne berühmt werden. Ich habe es schon auf alle erdenkliche Arten probiert. Zuerst als Erfinder, nicht? Ich habe Erfindungen gemacht. Zum Beispiel habe ich den Zabilag Plug 2000 erfunden. Der Zabilag Plug 2000 ist der erste Zabilag mit Abwehrstoff gegen Zahnpasta. Und dann habe ich den Aquariumfilter Aquapur 25 erfunden. Das ist der erste Aquariumfilter, der das Wasser so sauber macht wie Trinkwasser. Ich musste allerdings wieder rausnehmen, weil die Fische immer das Aquarium ausgesoffen haben. Und dann habe ich es im Fußball probiert. Ich habe dann wirklich in der Nationalmannschaft gespielt. 1973, als sie gegen Italien antreten musste, habe ich in der Nationalmannschaft gespielt. Bis in der 23. Minute, die haben sie es gemerkt. Und dann bin ich lange Autorennen gefahren. Aber dann haben sie mir am Nürburgring den Fahrausweis weggenommen, weil ich schnell gefahren bin. Und da hat er eine kleine Reaktion in erster gemacht. Aber vielleicht klappt es ja mit dem Film. Ich habe zwei Filmangebote bekommen. Eins vom japanischen Regisseur Tamara Kamikaze. Für eine Hauptrolle in einem Katastrophenfilm. Ich werde eine Katastrophe. Und das zweite, da weiss ich nicht, ob ich das annehmen soll. Das ist von einer deutschen Filmgesellschaft. Und der Film, der soll heissen «Es nudelt Friedels Jodelhose». Und das muss irgend so ein Heimatfilm sein. Ich weiß nicht, ob ich da richtig bin dafür. Am liebsten würde ich aber in der Fortsetzung von Emanuel spielen. Ja, es gibt jetzt eine Fortsetzung von Emanuel. Die heisst Emaschinell. Oder im neuen Konsalik, soweit die Füße reichen. Aber immerhin habe ich es zu einer eigenen Platte gebracht. Die rasende LP. Die heisst darum die rasende LP, weil sie ist so gross wie eine LP, läuft aber so schnell wie eine Single. Und das hat seinen Grund, wir wollten zuerst eine Single machen. Und dann haben sie sie in der Fabrik zu fest gepresst. Und dann ist sie zu gross geworden. Und dann wollten wir sie zuerst fortrühren. Und dann habe ich aber gesehen, wie viele Platten das heute verkauft werden, um sie fortrühren, dass so feine mehr auch nicht mehr drauf haben. Und dann haben wir sie in die Läden gegeben, jetzt kann man sie haben. Die kostet 9 Franken. Und 1 Franken Depot, da kommen wir rum, wenn man sie zurückbringt. Die Platte muss aber schon gut sein. Weil es gibt Leute, die haben ganze Schachteln voll daheim, zum Beispiel ich. Aber seit ich eine Platte habe, verstehe ich den Judo Jürgens. Der Judo Jürgens hat einmal gesagt, ein Star sein hat auch Schattenseiten. Man wird zum Beispiel auf der Straße einfach angesprochen von fremden Leuten, nicht? Gerade vorher, als ich durch Zürich gelaufen bin, hat mich einfach auf der Straße ein wildfremder junger Mann angehauen, nicht? Fragt, wo der Bahnhof ist. bevor ich es vergesse, der Peach Fan Club Gesamtschweiz. Der Peach Fan Club Gesamtschweiz. Hat mich gebeten, ich soll das so gut sein und eine Durchsage machen. Der Peach Fan Club Gesamtschweiz sucht dringend noch ein Mitglied, dann können sie nach der Versammlung Schieber machen. So, ich komme erbarmungslos zum letzten Lied. Es handelt vom Energiesparen. Zuerst wollte ich eigentlich ein Weihnachtslied spielen. Ich habe selber eins geschrieben, das heisst «O stille mich, du Fröhliche». Und dann habe ich mir eigentlich alles so schön vorgestellt. Nicht so mit Winterstimmung und so, nicht? Da haben wir auch alles vorbereitet. Dieser Winterstimmung, nicht? Da habe ich gedacht, machen wir ein bisschen Schnee, oder? So, he? Aber eben, ne? Dann hat er gesagt, da gebe ich nur eine Sauerei.
Wir sind ja eigentlich noch verschont geblieben mit dem Schnee bis jetzt. Nicht so wie in Deutschland, dort ist es ja jetzt ungeheuer kalt. Ich habe gerade vorher noch mit einem Kollegen aus Deutschland telefoniert. Der hat mir erzählt, am Morgen, als er zum Haus rausgekommen ist, sind ihm gerade Krampfadern eingefroren. Aber er ist natürlich selber schon, der hat noch keinen Frostschutz drin gehabt. Das Energiesparen ist also viel aktueller als das Weihnachtslied. Und das Lied handelt davon, wie wir daheim herausgefunden haben, wie man sich das Auto sparen kann. Ein guter Freund hat mir gesagt, ich hätte mir das ganze Lied können sparen. Normalerweise habe ich ja mit zwei Google Girls zu dem Lied. Aber immer wenn sie die AHV überkommen, können sie es versaufen. Das Lied heisst Zumweltauto. Ich habe es eigentlich seinerzeit geschrieben als Zugabe. Ich habe es bis jetzt noch nie können spielen. Es ist also so eine Art Welturaufführung. Ich habe es selber auch noch nie gehört. Das Lied ist ein bisschen kurz. Ich sage das nur, dass ihr nicht verschreckt, wenn es plötzlich fertig ist. Wer nach dieser Darbietung noch nicht genug hat, ich bin am 2. April im Hallenstadion. Ich spiele GC gegen Basel. So mal das Auto. Vielleicht noch etwas dazu. Energiesparen ist ja nicht das Problem von unserer Zeit, aber nicht nur von unserer Zeit. Da hat es in alter Zeit schon gegeben. Früher schon hat ein Ritter die geheizte Ritterrüstung erfunden. Man hat ihm dann nachher auch gesagt, Kunibert, der Heizbare. Und das Tolle daran ist, er hat das mit Biogas geheizt. Ich will da nicht ins Detail gehen. Und die Technologie haben wir ja heute wieder entdeckt, dass man aus Mist Wärme erzeugen kann. Und es funktioniert das. Ich habe das daheim probiert, im Schlafzimmer. Immer ein lege Mist, ein Lindtuch, ein lege Mist, ein Lindtuch, da geht ungeheuer warm. Also, zum Waldauto. Will mer Energie wollen sparen, ich und meine Frau, verkaufen wir unseren Amikar, ein Leiterwägel tut's nämlich auch. Wir haben eine Konstruktion erfunden und so sieht die aus. An einer langen Leine springt eine Katz voraus. Dass vor einer Katz ist, hat sie im besonderen Grund. An der Deichsel zieht uns nämlich ein Schäferhund. Der Hund rennt los, er will das Büseli jagen und zieht dabei auch noch gerade unseren Leiterwagen. Es ist zwar nicht so schnell, aber etwas unheimlich Platz. Und an der Tankstelle kaufst du kein Benzin, höchstens eine neue Kotz. Messi, ich möchte mich vielleicht auf Rätoromanisch verabschieden. Dorma Bein oder auf Deutsch, mir ist Bein eingeschlafen. Wenn man etwas Gutes wünscht, dann klopft man meistens auf Holz. Aber dass wir das nicht einfach so selber machen, so profan, ist klar. Wir haben aus diesem Grund einen professionellen Holzklopfer eingeladen. Auf Hochdeutsch heisst das ein Xylophonist. Es gibt niemanden, der so schnell, so virtuos und so wohlklingend auf Holz klopft wie der Ralf Heid. Dankeschön.
Thank you.
immer schön so allein am Stammtisch. Es ist so ruhig. Aber es dauert natürlich nicht lange, weil die Herren haben nur schnell das Lokal gewechselt. Sie sind sich schnell umziehen. An dem Abend, wo alle etwas bieten, lassen sie sich natürlich nicht lumpen. Und obwohl es jetzt schon ein ganzes Weile heute ist, haben sie sich in die Schale von gestern hineingeschwenkt. Und sie singen uns einen Melodiestrauß von vorgestern. Der Heinz, der Max, der Jürg, der Röbi und natürlich der Onkel Werner. Deine Füße, du Süße, zu sehen. O Donna Clara, ich hab dich tanzen gesehen. O Donna Clara, du bist wunderschön. In einer kleinen Konditorei, da saßen wir zwei bei Kuchen und Tee. Du sprachst kein Wort, kein einziges Wort und wusstest sofort, dass ich dich versteh. Und das elektrische Klavier, das klimpert leise, eine Weise von Liebe, Leid und Weh. In einer kleinen Konditorei, da saßen wir zwei und fraßen für drei. Küss mir die Augen. Frieder wieder blüht, schenk ich dir mein schönstes Liebeslied. Immer, immer wieder kniet vor dir nieder, trink mit dir den Duft von weißen Frieden. Wenn der weiße Frieder wieder blüht, die roten Lippen lieb. Wie im Alter merken, werden wir ein Pärchen, wenn der weiße wieder, wieder blüht. Deine
Ambienz sind wir uns im Engel weiss Gott gewöhnt. Aber ich komme jetzt doch ein bisschen ins Bibern über, wenn ich mir vorstelle, dass jetzt dann auftreten der Sammy Davis Jr., der Al Jolson, der Popeye, der Jerry Lewis und der Frankenstein in einer Person. Eine Person namens Alfredo, ein Bild von einem Mann. Guten Abend, meine lieben Gäste, und guten Morgen. Ich zeige Ihnen ein paar bekannte Grösse dieser Welt. Alle kennen ihn, er war am 8. Dezember in der Schweiz. Der grösste Showman der Welt, der greatest all over the world. Da ist er, let's go! Sammy Davis Jr., yes! Dankeschön. Und jetzt zeige ich Ihnen das Seema, wo dort der Spinat essen. Je fais voir si la gebouffe toujours l'épinard. Es heisst auf Englisch, I show you now the sailor man, he fressing always the spinach. Da ist er für Sie, Popeye! Jetzt sehen Sie den grössten Komiker der Welt. Das bin nicht ich, ich bin der Zweite. Er war in der Schweiz, aber nicht lange. Wir kennen ihn vom Fernsehen, vom Film, er ist ein lieber Freund von mir. Da ist er für Sie, Jerry Lewis. Yeah. Bei den Künstlern, die Sie jetzt sehen, da brauche ich ein paar Händchen, einen Hut und ein paar Wienerli. Ein Paire de Gants, ein Chapeau und ein Paire de Saucis. Auf Spanisch heisst das Guantes, Sombrero y Salchichas de Frankfurt. Auf Englisch Gloves, ein Hut, ein Würstchen, das heißt auf Englisch Frankfurt, das Wienerli. Kennen Sie ihn? Früher hat er einmal gesungen, ich bin ein kleiner Bub, 40 Jahre her, 50 Jahre her. Sonny Boy. Mami. Sie haben recht. Herr Zimmermann. Es ist der unvergessene Al Jolson. Yesterday I heard a lover sigh. Goodbye, only oh my. Seven times he got aboard his train. And seven times he hurried back to kiss his love again and tell her tootsie, goodbye. But tootsie, don't cry. The choo-choo train that takes me away from you, no words can tell how sad it makes me. Tootsie, don't cry. Goodbye, tootsie, goodbye. Dankeschön. Liebe Gäste, was Sie jetzt sehen, ist nur für ganz starke Nerven. Die, die einen Herzfehler haben, sollen bitte sehr wegschauen. Ohne Maske, ohne Schminke, das größte Monster aller Zeiten, nur mit meiner Mimik. Frankenstein! Yeah.
Dankeschön. Jetzt, liebe Gäste, ich habe ein bisschen geschwitzt. Ich gehe jetzt ins Bad. Ich zeige Ihnen eine Imitation, wenn ein Mann ins Bad geht. Un homme che se baigne. In Italiano, un uomo che fa il bagno. In Englisch, the man spritzing up in the bad one. Liebe Gäste, ich sehe jetzt Alfredo nicht als Komiker, sondern als grossartigen Artist. Ich sehe jetzt den Todessprung mit dem Stuhl. 2 Jahre Harztraining, verzichten auf Frau und Kind. Sollte mir etwas passieren mit Ihrer schweren Darbietung, so wünsche ich Ihnen noch ein gutes Neues, alles Gute. Ich springe auf den Stuhl, überschlage mich und sitze wieder drauf. Ich bin der einzige Artist auf der Welt, der den Trick macht. Und sehr wahrscheinlich auch der Letzte. Peter Schack, kann ich ihm kurz sagen, er soll einen Wirbel machen? Peter, was ist los? Eventuell. Dankeschön. Mit diesem Applaus habe ich gerechnet. Ja, liebe Gäste, zeige ich Ihnen noch, bei einer Zugabfahrt eine Imitation von einer Zugabfahrt. Eine Imitation d'un train gepart. Imitation train geparte. Auf Englisch heißt das Imitation the train leaving the railway station. Das heißt also vom Studio Leutschenbach nach Rudolfstetten.
wissen, was machen mit dem Krümpel, mit dem Abfall, mit dem Güssel, dann studieren nicht lange, sondern denken zurück an die Silvesternacht im Doppelten Engel. Und damit an Furi, Garbs und Knirri. Merci, wir wollen ein paar Stücke spielen, die wir selber komponiert haben und wieder frisch ausgeschrieben. Die erste Nummer spielt Knirri auf einer Posaune, benutzt dazu eine halbe Kokosnussschale, das ist, um die falschen Töne abdämpfen rauszukommen. Die andere Hälfte hat Furi montiert auf einem Waschbrett, hat auch eine unschlagbare Flasche, dort schlägt er drauf. Und verschiedene Gompfi-Büchse, die er benutzt als Rhythmusinstrument, so wie die anderen Schlagzeuge, das auch spielen. Die erste Nummer erzählt von der Seite, die schöner ist auf dieser Welt und heisst Coconut Juice. Gonna get me some coconut, girl, on a coconut island. Coconut juice. Gonna get me some coconut, girl, on a coconut island. Coconut juice. Gonna get me some.
Sie bei der nächsten Nummer spielt Knirri auf einer Waldsage. Die ist früher gebraucht worden für etwas anderes. Und er ist das letzte Jahr 2 Tage lang durch Marokko durchgereist und hat dort intensiv mit einheimischen Lied ausgestudiert und hat da fertig gebracht, auf Marokkanisch zu singen. Und Pfuri spielt da Geige und der klemmt das irgendwie nicht unter dem Kinn und schaut über die Seite. Er nimmt das irgendwie unter dem Ellbogen vor und lässt eigentlich mehr auf die Töne rauskommen. Das Stück, das wir spielen, heisst Knock on Steel. Und er hat früher, als er klein war, hat er zum Film wollen und jetzt hat er die Möglichkeit, auf 2 Filmrollen zu spielen. Die klemmt er zwischen die Knie und benutzt die als Rhythmusinstrument. Er hat auch früher einen Rock- und Roll-Sänger werden wollen. Und durch die ganze Punkwelle, die durch das Land durchgezogen ist, ist das Lied leicht beeinflusst worden. Und das erzählt von den Schwierigkeiten, die man hat beim Telefonieren. Und das Stück heisst «Shut up and get me a line». Give me a line.
Danke, Miela. Sind in der Zwischenzeit Säcke verteilt worden. Und ich muss da noch dazu sagen, es gibt drei verschiedene Arten, einen Sack zu benutzen. Der erste Art ist, man kann es als Einkaufssack nehmen. Und die zweite Art ist dann als ein Abfallsack. Und dann gibt es noch eine dritte Art. Und Da kann man die Säcke in Bewegung setzen und das gibt dann die unheimliche Bewegung der dritten Art. Ich werde Ihnen mal zeigen, wie das geht, sodass Sie da wissen, man kann einfach den Sack voneinander ziehen und wieder zusammenstoßen und das gibt so einen Rhythmus, wo dann so musikalische Hintergrund gibt. Zwei Stunden alt und es da ungefähr etwa vier Wochen. Und wir beide wünschen Ihnen jetzt eine riesige Portion Glück nochmal. Oder wir dürfen schon sagen, glaube ich, ein ganz viel Schwein. Und jetzt ist es Zeit zum Adieu sagen. Und noch ein Kuss.